טוב לכולם, שנן גוטן אבנט, בשעה טובה ומוצלחת, ברוך השם, haben wir das zweite Buch beendet, jetzt beginnen wir Buch Nummer 3, Buch Vayikra. Und gleich am Anfang sehen wir was ganz, ganz, ganz Wichtiges für die heute, für immer, also jede Zeit, wo, was den Menschen angeht, egal jetzt aus welcher Nationalität, ob Jude, nicht Jude, vollkommen egal. In jeder jüdischen Schule, wenn ihr euch erinnert, mit welchem Chumash beginnt man zum Lernen? Nein, nicht Bereshit. Genau. Immer Vayikra. Das ist so eine Regel in dem Schulsystem, im jüdischen Schulsystem. Beginnt man immer mit dem dritten Buch, nicht mit dem ersten Buch. Komischerweise, warum? Ja, Bereshit, Shmut, Vayikra. Warum gerade das dritte Buch? Dort steht gleich im ersten Kapitel: Daber el bnei Israel, v'amarta alem Adam ki akriv mikem korban l'Hashem. Es ist nicht verständlich, warum das dritte Buch beginnt mit der großen Thematik, mit der breiten Thematik in der Torah, was das Opferbringen angeht. Dachlis, was willst du einem kleinen Jungen in der ersten Klasse erklären, was Opferbringung bedeutet? Erstens. Zweitens, heute haben wir keine Opferbringung, wir haben kein Beit HaMikdash. Maschayach. Okay? Was, ja? Nicht verständlich. An erster Stelle müssen wir verstehen überhaupt, was bedeutet, was hat das die Bedeutung von Opferbringung? Wozu ist das nötig? Wozu ist das nötig, einen Opfer zu bringen zu Beit HaMikdash, zum Tempel, wo es damals den Tempel gegeben hat? Musste man bei jeder Sünde eine Art Opfer bringen. Jetzt, was hat man gebracht? Nicht so wie viele andere Völker in der Zeit ihre Kinder geopfert haben und so weiter und so fort, sondern man bringt etwas, wo man zahlen muss für das. Ja? Sei es eine Kuh, sei es ein Schaf, sei es ein Stier, vollkommen etwas, also natürlich erlaubte Tiere, die wir essen dürfen. Aber nachdem das jüdische Volk den Mishkan, wir wissen, was ein Mishkan ist, nachon, wo sich Gott quasi befunden hat, fertig gebaut haben, alles war perfekt, alles war schön. Jetzt kommt die nächste Etappe, es gibt eine Mitzwa, Opfer zu bringen. Wie geht das? Was ist der Inhalt der Opferbringung? Steht geschrieben, Adam ki akriv mikem korban. Ich sprach mehrmals darüber, komisch. Er sagt, wir müssen verstehen, warum betont oder ergänzt der liebe Gott in der Parasha Adam kekriv mikem, dass ein Mensch ein Opfer bringen soll. Kann sein, dass ein Affe ein Opfer bringt, kann sein, dass ein Vogel ein Opfer bringt, sicher ein Mensch. Lieber Gott, warum schreibst du das ein Mensch? Ich verstehe, du schreibst nicht umsonst irgendwelche Wörter. Also es hat irgendwie irgendwo einen Zusammenhang, eine Bedeutung, einen Hinweis, warum steht Adam, dass ein Mensch ein Opfer bringen muss. Steht hier nicht geschrieben, dass der Mensch soll Tfilin legen, der Mensch soll Schabbat halten, der Mensch soll in die Mikwe gehen und so weiter. Der Mensch soll koscher essen. Steht nicht. Es steht nur, was Opferbringung angeht. Was bedeutet das? Die Antwort. Es gibt einen, ich sage mal, einen Schlüssel zu dem, zu was? Zur Perfektion des Menschen. Was bedeutet Perfektion? Wisst ihr, man definiert einen Menschen, ja, ich bin eine Perfektionistin, ich bin ein Perfektionist. Was bedeutet Perfektionist zu sein? Definiert man, was bedeutet ein Perfektionist zu sein? Wie man definiert? Ja. Alles richtig machen. Oh, sehr schön. Wie sagt man Opfer auf Hebräisch? Korban. Korban kommt vom Wort Kirva. Kirva bedeutet Nähe. Gott näher zu kommen. Wie komme ich gerade aus Sprache näher? Es gibt viele, viele Wege, dem lieben Gott näher zu kommen. Zum Beispiel das Gebet. Darüber werden wir auch im Weiteren im Schuh sprechen, ganz kurz ansprechen. Aber an erster Stelle möchte ich die Opferbringung ansprechen.
Warum hat der liebe Gott diese Mitzwa gegeben, dass wir Opfer bringen sollen? Opfer bedeutet auf Hebräisch Korban. Wie komme ich, indem ich ein Opfer bringe, zu Gott näher? Ich opfere für die Sachen. Braucht er diese Sachen? Nein. Hast du gesehen, dass Gott sieht, und ist eine Stelze oder irgendein Lammkotelett oder wow? Ja, aber was braucht er das? Wo ist das Problem? Wo ist der Sinn der Sache? Warum muss ich ein Opfer bringen, extra, diesen ganzen Prozess? Ich erkläre euch warum. Gehen wir jetzt mal ganz, ganz, ganz früh zum Ursprung des Menschen. Ursprung, nicht Affe. Ursprung bedeutet, von wo kommt die Seele des Menschen? Von wo wurde die Seele hergebracht? Es gibt nicht irgendeinen Automaten für Seelen, wo du zwei Münzen reingibst und kommt die Seele raus, ja? So wie Kaugummi-Automaten oder so. Nein. Der liebe Gott hat jedem eine Seele gegeben. Es steht geschrieben, Chelek Eloka Mima'al. Jede Seele ist ein Stück, ein kleines Stück, ein kleines Funken von Kadosh Baruch Hu. Also sozusagen, er hat ein Stück von sich genommen, obwohl er unendlich ist. Ja? Damit wir es verstehen mit unserem Verstand, nimmt ein Teil von sich und gibt es in den Menschen rein. Und so entsteht ein Mensch mit Seele. Und weil wir ein Teil des Menschen, weil wir ein Teil von Kadosh Baruch Hu sind, wir wissen, die Ebene von Kadosh Baruch Hu ist unendlich hoch. Und jetzt, wo dieses unendliche Teil in einen Menschen reingeht, was begrenzt ist und zusätzlich noch die Unreinheit hat, bei Kadosh Baruch Hu gibt es keine Tum'a. Aber wir haben die Tum'a. Wir befinden uns auf der Welt. Es gibt verstorbene Menschen, es gibt unreine Menschen, es gibt Unreinheit bei einem Menschen, bei einer Frau, bei einem Mann, vollkommen egal. Und dennoch, obwohl die Seele, die unendlich sauber und rein ist und in dem Menschen befindet, sei es Mann oder Frau, obwohl der Mensch dann leider Gottes eine Sünde begeht, zum Beispiel Schabbat nicht hält oder Götzendienst betreibt, gibt noch immer der liebe Gott dem Menschen die Luft, die er braucht, das Leben, das er braucht. Die Organe funktionieren weiterhin. Und zur selben Zeit kann der Mensch auch, anstatt die Sünden zu begehen, auch Mitzvot zu machen. Leute, ich möchte euch was sagen. Hätte Gott uns nicht die Möglichkeit gegeben, Tshuva zu machen, Wiederkehr zu machen, hätte der Mensch keine Existenz mehr. Hätte der Mensch keine Existenz. Das heißt, anstatt der Mensch, ha? Natürlich. Wieso auch nicht Juden? Bitte? Sie haben das Ganze nicht. Wieso nicht? Sie haben nur so 10 Mitzvot oder so. 7 Mitzvot nur noch. Es gibt auch ein Gan Eden für Nichtjuden, die alle 7 Mitzvot einhalten. Natürlich. Mhm. Betach. Die heißen auf Hebräisch Chassid und Mota Olam. Chassid. Ein Mensch, der alle mit 2,7 einhält, nichts spricht dagegen, natürlich. Natürlich, ist auch ein erschaffener Gottes, kein Thema. Anstatt der Mensch bestraft werden sollte quasi für seine Sünden, gibt der liebe Gott ihm eine Möglichkeit, was seine Sünden zu tilgen. Wie? Indem der Mensch ein Opfer bringt. Tshuva macht, indem er Opfer bringt. Tshuva macht. Okay, es gibt mehrere Erklärungen, was die Opferbringung zu bedeuten hat. Erstens, der Mensch begeht eine Sünde. Er befindet sich in der höchsten Ebene. Es gibt Domem, Zomeach, Chai, Medaber. Es gibt die 4 Stufen. Es gibt nur Domem, das ist ein Gegenstand. Dann gibt es Zomeach, Gewächs. Und dann gibt es Chai, die Tiere. Und dann gibt es Medaber, das sind wir, die Menschen. Jetzt, wenn der Mensch eine Sünde begeht, senkt er sich automatisch zu der untersten Ebene, nicht der untersten, sondern nächstunteren Ebene, und das ist das Tier. Das heißt, er hat sich, indem er eine Sünde begangen hat, zum Beispiel, sei jetzt einmal jetzt, weiß nicht, er hat jemanden geschlagen. Okay? Menschen schlagen nicht.
Tiere schlagen, Tiere kämpfen. Menschen haben einen Mund und machen einen Dialog. Setzen sich hin, reden darüber. Du machst das, ich mach das, okay, er gibt nach, der gibt nicht nach, aber man redet. Hat er etwas, hat er was Ähnliches gemacht, hat er gestohlen, etwas, was ein Mensch nicht machen sollte. Ein Tier geht und stiehlt, sieht die Beute des anderen im Dschungel und nimmt seine Beute und rennt weg. Tiere können keinen Kompromiss eingehen. Tiere haben Instinkte. Tiere haben keine jetzt, weißt du was, mal gehen wir, eine Löwe und eine Löwin kommen nicht klar, gehen wir zum Rab, machen wir Schlumbeid. Simba, mach uns Schlumbeid bitte. Aber geht nicht irgendwie, ja. Ich weiß nicht, wie meine Kinder kennen die Tiere, ja. Nicht nur reden, die haben schon Gefühle und so weiter. Es gibt ja schon, aber nicht so wie bei einem Menschen. Bei ihm ist viel, viel, viel instinktiv. Der Tier, zum Beispiel, ist, ja, ich nehme jetzt ganz extrem, Kizoni, das Thema zwischen Mann und Frau. Okay, das Zusammenkommen, wie die Kinder gezeugt werden. Bei einem Menschen gibt es Gefühle, gibt es Liebe, gibt es Bauchgefühl, Schmetterlinge im Bauch, ich liebe dich und so, ich habe dich vermisst und so weiter. Geh in den Stall, ja, die Tiere kommen, der kommt, er sieht nicht, ah, das ist meine Frau, das ist meine Schwägerin. Nein, er kommt, tak, tak, macht es und geht. Verstehst du? Die haben keine Hupa, die haben. Das Ganze, was mit Gefühl zu tun hat, ist dort nicht. Ja, ich habe Lust mit dem, okay, hilf mir gleich in die Kiste und geht schon, kennen. Ja, wir wollen, ja, wir sind frei, wir wollen Demokratie und so, wir wollen leben, ja, das ist erlaubt, das darf man machen und so. Das gibt's. Das sollte bei den Menschen nicht sein. Warum? Der Mensch ist die höchste Schöpfung, die Krönung der Schöpfung. Und weil der Mensch, wenn er gesündigt hat, sich herabgelassen hat zur Stufe des Tieres, bringt er als Opfer einen Tier und sieht genau hin. Und das sollte ihn quasi wachrütteln. Jetzt kann der Mensch fragen, was? Hatte Gott keine anderen Möglichkeiten oder keine anderen Methoden, dass er gerade ein Tier quält und so weiter? Liebe Leute, derjenige, der die Barmherzigkeit erfunden hat, und das war Kadosh Baruch Hu, hat gesagt, bringen Opfer Tiere, die ich sage. Das heißt, ein Barmherzigeren als den lieben Gott gibt es nicht, weil er hat die Barmherzigkeit erfunden. Okay, jetzt. Der Mensch soll auf diesen Tier schauen und sagen, normalerweise hätte ich jetzt statt diesem Tier büßen müssen. Der liebe Gott hat mir die Möglichkeit gegeben, Tshuva zu machen, indem ich ein Tier bringe, für meine Tasche zahle. Merkt ihr eins, auch bei NLP. Warum sollte man Geld nehmen, wenn man zum Psychiater geht, wenn man zu einem NLP-Coacher geht? Warum sollte man zahlen? Es gibt Leute, was das kostet, Geld sollte man gratis machen. Hast du gesehen, ein Busfahrer geht gratis arbeiten? Niemand. Niemand geht, nicht einmal ein Friseur macht einen Schnitt. Du gehst in Bielefeld, 1 Cent, das tut mir leid. 1 Cent? Tut mir leid. Ein Patient, der kommt zu einem Coacher und braucht seine Hilfe, wann wird er auf diesen Coacher hören, merkt er das? Wenn er zahlt. Ich habe gezahlt, ich werde tun, was er sagt. Und dann wird er ihm, natürlich im Nachhinein, wird ihm das helfen. Jetzt, dieser Opfer ist sozusagen, anstatt dem Menschen, und sobald er sieht, wie man dieses Opfer schlachtet, wie man dieses Opfer tötet, ja, sagt man mal, er nimmt sich das zu Herzen und denkt, das nächste Mal werde ich zweimal denken oder mehrmals denken, bevor ich diese Sünde begehe. Das nächste Mal werde ich zweimal denken, bevor ich jemanden verurteile. Das nächste Mal werde ich zweimal denken, bevor ich über jemanden urteile, jemanden spreche, jemanden üble Nachrede mache, jemanden erniedrige, jemanden das, dies und dies und dies und jenes mache. Jetzt sagt der liebe Gott, Mensch, Adam, bevor du ein Opfer bringst, was ist meine Absicht, sagt der liebe Gott? Ich möchte, dass du was bist mit diesem Prozess? Adam. Du kannst haben eine schöne Verkleidung mit Bart, mit Pais, mit Hut, mit Tzitziot, mit schwarzem Mantel. Aber wenn deine Eigenschaften nicht dort sind, wo sie sein müssen, da hast du was verfehlt. Das will der liebe Gott damit sagen. Bevor du, deswegen wird in der ersten Klasse zuerst die Opferbringung
unterrichtet. Von klein auf wird den Kindern eingetrickert, bevor du überhaupt religiös bist, wirst oder in die Religion komplett einsteigst, merke dir eins, sei an erster Stelle ein Mensch. Betach. Betach. Adam. Aleph. Dalit. Mem. Aleph. Avraham Avinu. Dalit. David HaMelech, König David. Mem, Moshe Rabbeinu. Was haben sie drei gemeinsam? Was hat Abraham über sich gesagt? Ve'anochi afar ve'efer. Ich bin Asche, ich bin nichts. In dem Diagnos brauchen. Was hat David HaMelech gesagt? Adam, Aleph, Dalit. In seinem im Tehillim, ve'anochi tolat ve'lo ish. Ich bin ein kleiner Wurm, nicht einmal ein Mensch. Was bin ich? Was sagt Moshe Rabbeinu? Wa'anachmuma. Was sind wir überhaupt? Was machen wir uns wichtig? Einmal Corona, ein Tsunami, irgendwas. Eine Naturkatastrophe, ein Komet. Man schreibt schon, ja, 2030 wird 1,5 Grad wärmer. Alle machen sich Sorgen. Wir müssen die Welt verändern, wir müssen Klima. Was glaubst du, wer das in der Hand hat? Wir? Was können wir machen? Was können wir machen? Die Leute sind leider so gierig geworden. Denen ist vollkommen egal. Solange die Welt funktioniert, sorgt man sie komplett aus. Aber in welcher Hand ist das in seiner Hand? Kadosh Baruch Hu sagt, komm erst einmal zu mir, näher, zeige mal deine Menschlichkeit. Wo ist deine Barmherzigkeit dem anderen gegenüber? Um Gottes Willen, nein. Das Klima, die ganze Klimageschichte ist enorm wichtig, aber das, was jetzt gerade gemacht wird, schwer zu glauben, dass es irgendwie helfen wird. Warum? Weil die meisten Menschen sind mit anderen Sachen beschäftigt. Die meisten Menschen, 99% der Menschen, ist süchtig. Deswegen mache ich diesen Schuh am Sonntag. Wir müssen das ein für alle Mal ansprechen, dieses Thema von Sucht. Ja? Es gibt Sonntag einen Schuh, sagt Hashem, über Sucht. Jegliche Art von Sucht. Alle Arten, sogar Shopping ist eine Sucht. Sogar Arbeiten ohne Pause ist eine Sucht. Ja? Aber wir werden darüber sprechen, Besat Hashem. Natürlich, es gibt leider viele, viele Jugendliche, die rauchen Cannabis. Was sagt die Halacha dazu? Was sagt die Tora dazu? Gibt es eine Erlaubnis, ja oder nein? Sonntag. Ach schau. Kadosh Baruch Hu sagt, bevor du überhaupt meine Tora angreifst, sei ein Adam, sei ein Mensch. Das will er damit sagen. Bevor du überhaupt der Reshit Barai Elohim beginnst zu lernen über mich, über die Welt, wer die Welt erschaffen hat. Leute, habt ihr irgendwo gesehen, dass es in der Tora eine Mitzwa gibt, dass man gute Eigenschaften haben soll? Nein, gibt es nicht. Es gibt von 613 Mitzvot nicht eine Mitzwa, die besagt, sei bitte ein Mensch mit guten Eigenschaften. Gibt es nicht. Warum? Sagt der liebe Gott, das ist natürlich selbstverständlich, dass der Mensch, bevor er etwas angreift, was spirituell eine unendliche Stufe hat, natürlich zuerst Mensch sein soll. Wenn du etwas religiös bist und der andere nicht, wie musst du dich dementsprechend, wie musst du dich dem anderen gegenüber verhalten? Musst du angeben neben ihm? Hallo, was hast du? Einmal war ich mit einem Freund ich werde es nicht vergessen, das war in Israel. Ich war mit einem Freund, er wollte um die Hand von seiner Freundin fragen. Und ihr Vater war religiös, ist religiös. Und er sagt ihm, was hast du überhaupt mit dir, hast du was? Er sagt, ich arbeite, ich habe ein Auto und ich will mir eine Wohnung kaufen. Nein. Und er ist nicht so in der Religion, er hat wegen ihr begonnen, Schabbat zu halten. Baruch Hashem, sie hat ihn bewegt ein bisschen. Was hast du? Ich habe Gan Eden. Was hast du? Ich habe so geschaut. Oh mein Gott. Sag mal bitte, wie kann man so einen Menschen näher bringen, indem du ihm sowas sagst? Bringst du ihm damit her oder bringst du ihm in die Ferne? Ich habe Gan Eden. Was hast du? Gan Eden? Wow. Dann sag mir gleich, wenn Mashiach kommt, wenn du weißt, dass du Gan Eden hast. Bemerkt auch schon. Ja, schade, Gidli. Ich habe sofort gefragt. Ich habe eine Frage. Wissen Sie vielleicht, wo Mashiach kommt? Wer? Welcher Mashiach?
Nein, nicht mein Onkel, sage ich. Das ist Mashiach, der auf dem weißen Esel. Wo soll ich das wissen? Wie wissen Sie dann, dass Sie gar nicht den haben? Ja, ich halte Schabbat, ich halte Kashrut. Ich muss sagen, wie Sie reden gerade, aber ich habe gesagt, nicht einmal Moshe Rabbeinu hat in so einem Ton gesprochen mit seinem Volk, obwohl das Volk ihn nur beschuldigt hat. So redet man nicht. Willst du ihm näher bringen? Zeig ihm die Liebe der Tora. Zeig ihm das Licht der Tora. Zeig ihm das Licht, zeig ihm, dass man zuerst, zeig ihm, dass es wichtig ist, zuerst ein Mensch zu sein, bevor du irgendwie religiös bist und so weiter. Nein, nein, nein. Zuerst zeige, sei ein Beispiel. Wie bringt man den Kindern bei, fügig zu sein? Wie bringt man den Kindern bei, Respekt zu zeigen? Indem du selber Respekt zeigst, ihnen gegenüber, obwohl es kleine Junge sind, kleine Kinder. Respekt, behandle sie mit Respekt. Es kam einer zu mir vor kurzem und sagte, Michel, ich kann nicht. Ich habe alles versucht, meine Kinder sagen keine Bracha. Sagen keine Bracha, die vergessen immer. Ich habe gesagt, ey, ich habe genau dasselbe Problem gehabt. Ich habe genau dasselbe Problem gehabt. Meine Kinder vergessen, oh, ich vergesse, machen so immer. Und dann habe ich einen Rav gefragt und dieser Rav hat mir gesagt, wie sagst du Bracha? Sagst du, ich sage sicher Bracha. Wie sagst du? Sagst du leise oder laut? Ja, leise. Na sicher werden sie nicht sagen. Aber wie soll ich sagen? Du musst neben denen. Baruch ata Hashem Eloheinu Melech HaOlam Shehakol Nihya Bidvaro. Show. Und alle Kinder, Amen. Einmal, zweimal, dreimal. Die Kinder sagen automatisch. Automatisch. Willst du, dass deine Frau näher, willst du, dass dein Mann näher kommt zur Tora? Wie willst du es zwingen? Nein, wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Du kannst niemandem was erzwingen. Auch wenn, wir als Kinder, mein Vater hat immer gesagt, ja, nimm ein Buch, lies ein Buch. Was? Wir und Bücher? Wir haben, gib uns Ballspielen hin und her, Schlägereien mit anderen Kindern. Wir waren klein. Was für Bücher? Wir haben Bücher in die Schule gesehen. Was für Bücher? Vielleicht haben wir Comics gehabt von Donald Duck. Damals hat es keine Handys gegeben, wo wir klein waren. Comics, Donald Duck, die haben wir geflattert von den Freunden hier. Lomschane, was für Bücher? Je mehr man uns gesagt hat, ist nicht zu viel, wir essen mehr. Je mehr man uns gesagt hat, gelernt, wir haben je mehr nicht gelernt. Das ist so, das ist so ein Mechanismus, auch bei einem Erwachsenen. Wenn du ihm sagst, mach das, hey, hör, musst du mit aufhören. Er wird genau das Gegenteil machen, merkt euch das. Stattdessen, wie behandelt man sowas? Man geht in den Menschen in seine Vergangenheit hinein. Man geht zurück, 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 wie es zu seiner, sogar Schwangerschaft seiner Mutter. Irgendwo muss ein Mechanismus sein, der das ausgelöst hat, dass er faul ist, ausgelöst hat, dass er fett ist, dass er zu dünn ist, dass er irgendwas mit ihm nicht stimmt. Das muss irgendein Mechanismus sein, der was ausgelöst hat. Und dieser Mechanismus muss zurückgestellt werden, das war's. Man zahlt Geld, kommt zu einem Coacher, und er oder sie, die werden das richten zu einem Experten in Sachen Unterbewusstsein, Psychologen, nicht Psychologen, die wir heute kennen, die nehmen 400, 500 Euro und machen nichts mit dir. Die dir nur zuhören, du liegst in der Couch und er macht dabei Sudoku. Nein, richtige. Okay? Was will ich damit sagen? Wisst ihr, der Rav in der Yeshiva Orach Chaim, kennt ihr, habt ihr gehört über die Yeshiva? Das war die Yeshiva, die ein paar Jungs geschickt hat, um Shaar HaOvadia aufzubauen. In dieser Yeshiva, der Rav von denen, die haben mal gemacht ein Siyum HaShas. Siyum HaShas bedeutet, die haben alle Talmud-Bücher fertig gelernt und dafür haben sie eine Ferie gemacht. Das ist eine große Sache. Siyum HaShas und da kam ein Kellner und er hat den ganzen Teller von Trina versendet, genau auf den Rav, sein ganzes Gewand, sein ganzes Anzug geschüttet auf den Rabbi. Ich will euch was fragen. Ihr seid auf einer Hochzeit, wunderschönes Kleid oder Anzug, glaube ich schon immer, egal. Auf einmal kommt irgendein Kellner, die ganze fette, rote Soße mit Paprika auf euer Gewand. Oh mein Gott, eure Blicke sagen alles. Er ist früher tot, als er tot ist, dieser Kellner, fix. Oder ihr geht nach Hause und kommt nicht mehr zurück. Fix, ich weiß, normal. Und das ist jetzt nicht ein weißes Kleid mit ein paar rote Flecken. Das ist ein schwarzer Anzug, ein Rabbi. Schwarzer Anzug,
Und drinnen ist welche Farbe? Weiß. Weiß. Also wenn du schmierst, taucht das sofort in den Stoff rein, drinnen. Das geht nicht weg. Das ist nicht so wie Schaum oder Schlagobers, wo das oben noch ist, ja, aber leicht. Das geht sofort rein. Der Kellner ist rot-weiß-rot geworden. Gut, der Rabbi tut mir leid, alle schauen. Der Rabbi steht da voll schmutzig. Er nimmt zu, der Kellner. Beruhig dich. Alles ist okay. Gib mir bitte ein Lächeln. Sag ich, Bruder, bitte gib mir ein Lächeln. Alles okay. Gib ihm hier einen Kuss, nimm Geld raus und gib ihm ein Trinkgeld. Er sagt, beruhig, ich weiß, es ist ein Brauch, ein Trinkgeld zu geben. Aber wozu, ich habe ihn verschuldet. Das hat nichts damit zu tun. Du verdienst ein Trinkgeld. Du bist ein Kellner, du machst deine Arbeit. Und hat sich so ein bisschen was gewischt. Er wollte ihn wischen, er hat nicht einmal gelassen, dass er ihn wischt. In Israel. Und hat, haben wir alle das gesehen? Das haben Leute erzählt, die es gesehen haben. Er hat ein bisschen so gewischt und ist weiter gesessen und hat weiter so gefeiert, so schmutzig, als ob nichts passiert wäre. Jetzt will ich euch fragen, was hätten wir gemacht? Ah? Trotzdem, wisst ihr, in den meisten Fällen, der Mensch, in dem Moment, wo es passiert, denkt er nicht. Richtig? Und dann, wenn er schon reagiert hat, oh, was habe ich gemacht, Lomatin. Passiert jedem. Aber genau darum geht es. Warum ist das bei ihm gelungen? Warum ist das bei ihm gelungen? Warum? Weißt du warum? Wann gelingt es bei einem Menschen, dass er auf diese Dinge aufpasst? Wenn er sich das als höchste Priorität setzt, an erster Stelle Mensch zu sein. Indem du das in deinem, also ich sage mal, wie dieses Mechanismus einsetzt und sagst, du bist 100-mal größer als das. Ja, das kann stechen. Gar nichts. Na bitte. Bevor er sagt, der Mensch stellt sich darauf ein, ich habe die Tora in der Hand, ich habe Bücher in der Hand, ich habe einen Bart, ich habe Kisui Rosh, ich habe lange Rock, ich ziehe mich angemessen an. Ist das wirklich schon alles? Wie schaut mein Verhalten aus? Rede ich zu viel mit anderen Männern, wo ich nicht reden sollte? Ist es nötig, nur wenn es das Nötige ist? Oder, wisst ihr, es gibt diese Dinge, die einen Menschen, ich sage einmal, vielleicht ausmachen, ja? Weil genau darum geht es. Du musst genau achten, was du bist, wer du bist. Du hast diesen Weg gewählt. Du musst das mit Verantwortung übernehmen. Genau wie ein Arzt, ja, du wirst nicht sehen, dass ein Arzt auf einmal Gerd Schuster ist. Nein, er hat seinen Posten. Jeder, der etwas übernommen hat, der eine Verantwortung übernimmt, er muss genau diesen Raff oben halten. Bitte. Sie haben vorhin gesagt, dass ich bei Frauen in diesem Raum. Ja. Ein guter Mensch sein, ich würde auch heute mit Freien geben. Das ist, stimmt. Ist ja nicht alles. Nein, aber eben, davon. Aber genau darum geht es ja. Worum geht es? Ich weiß, dass der liebe Gott, das ist wieder die Denkweise, wichtige Einstellung. Ich weiß, dass Kadosh Baruch Hu jetzt mir diesen Kellner geschickt hat, diesen ganzen Teller Trainer auf mich verschüttet. Warum? Warum gerade mir? Warum nicht dem? Warum von 500 Leuten gerade mir? Das heißt, ich habe erstens einen Tikkun zu machen, zweitens eine Message allen anderen zu überbringen, dass so sich ein Mensch, der Gottes Weg geht, verhalten soll. Mit Beispiel, mit Ehre, mit Anstand, mit Werte, mit Respekt. Machen, was er will. Kaddisch. Mit Respekt, mit Ehre, Kavod. Auch wenn wir in den Flughafen gehen, wir wollen beten, wir suchen uns einige, damit wir niemanden stören und wir beten leise. Das ist nicht unser Zuhause. Wir sind im Flughafen, es gibt andere Leute, die wollen sich ausruhen, die wollen kurz, brauchen ihre Ruhe. Man darf auf niemals, man darf niemals auf Kosten anderer Leute eine Mitzwa machen. Darfst du nicht. Wenn du jemanden damit störst, verletzt, darfst du das nicht. Okay, aber ein Mensch kann sagen, es stört mich, ohne dass es für dich stört. Nein, ich meine jetzt, ich rede über normale Menschen, über gesunde Menschen hier im Verstand, ja? Arab Weiß, Arab Slicha, Arab Shlomo Salmen Orebach, Alaba Shalom. Ich will euch ein Beispiel nennen. Er ging auf der Straße, er war ein sehr großer Gelehrter. Das war, er hat gelebt in den 90er Jahren, 80er, 90er.
Er ging auf der Straße, auf einmal begann es zu regnen. Aber weißt du, in Israel, wenn es regnet, dann regnet es. Ja, dann Ort, als ob Kübel oben. Und es kam ein Schüler ihm entgegen mit einem Kinderregenschirm. Wo der Rav, kommen Sie unter dem Regenschirm, kommen Sie. Und der Rav kommt mit ihm, das sind genau zwei Leute in einem Kinderregenschirm. Das musst du dir vorstellen, wie das ausschaut. Okay, das sind zwei Viertel Köpfe, die vielleicht unter dem Ding passen, unter dem Regenschirm. Auf einmal kommt ein anderer Schüler mit dem Auto entgegen und sagt, Rav, steigen Sie ein, ich nehme Sie mit zur Yeshiva. Wisst ihr, was der Rav mir sagt? Es regnet wie vom Kübel. Der Rav sagt, Kleiner, ich bin mit ihm. Ich gehe mit ihm. Er konnte einsteigen. Er konnte einsteigen, der Kudarab. Der sagt ihm, ich nehme sie zu Yeshiva. Der Rabbi sagt, nein, ich gehe mit ihm mit. Aber es regnet, ich gehe mit ihm, danke schön. Und er geht weiter. Er kommt in die Show und alle sehen, der Rav sieht aus, als hätte er geduscht mit dem Gewand. Kudarab, warum sind Sie nicht mit dem Jakob mitgefahren? Er sagt, ein Schüler hat mir eine Gelegenheit gegeben, mit ihm unter dem Regenschirm zu gehen. Wie soll ich es wagen, den Menschen zu verletzen, indem ich einsteige und nur mich selber denke? Aber das ist wieder Einstellung. Wer weiß, ob es ihn wirklich verletzen würde? Kann sein. Natürlich würde er den Rav sagen, nein, gehen Sie. Aber er würde natürlich gerne, dass der Rav mit ihm sein würde. Schauen Sie, ich halte den Rav mit dem Regenschirm. Dachles. Ich halte den Rav mit dem Regenschirm. Boah, ich war einfach mit mir. Das ist so ein Rest, wenn ein Adidol ist, ja, wie ein Menschen, von dem man was lernen kann, eine große Persönlichkeit wie Rav Shlomo Zalman Auerbach. Okay? Und er wollte ihm diese Gelegenheit nicht nehmen. Er wollte ihm diesen Genuss nicht nehmen. Er war bereit, klitschnass zu bis an den Unterhosen. Atkedekach. Gute Eigenschaften, liebe Leute, gute Eigenschaften sind das Fundament der Mitzvot. Bevor wir die Mitzvot einhalten, ist das Fundament, gute Eigenschaften zu haben. Warum? Die schlechten Eigenschaften sind schlimmer als zu sündigen. Stell dir vor, du siehst einen Menschen zu Schabbat, vor der Synagoge, zu Schabbat, mit lauter Musik, Schabbat Shalom, und gib Gas. Sofort alle, so eine Schau, Rasha, so ein Goye, da. Die Tora sagt, ein Mensch, der seine Eigenschaften nicht bearbeitet hat, nicht überarbeitet hat, ich kann sein, sogar als schlimmer als diese eine. Schlimmer als diese eine. Warum? Weil dieser eine hat vielleicht irgendeinen Hass, für den er keine Erklärung bekommen hat, warum er das tut. Meistens machen das die Leute, die irgendwie böse sind auf das, was sie bekommen haben. Auf Kadosh Baruch Hu. Aber wenn du mit ihnen sitzt und ihnen erklärst, dann kommen sie natürlich zum Schluss, oh, ich habe einen Fehler gemacht. Aber die Leute, die schon drin sind in dieser Welt des Judentums und andere verurteilen, wenn sie nicht religiös sind, genau das will Kadosh Baruch Hu nicht. Habt ihr gehört über Rav Weiss? Ja. Nicht der, was in Wien lebt. Der Große in Israel. Schon mal den Rav? Ja? Er ist ein sehr, sehr großer Rabbiner. Und sehr, sehr bekannt und sehr angesehen. Ja? Vor einigen Jahrzehnten zurück gab es einen Yeshiva-Student. Er kam zu der Zeit schon, wo er heiraten musste, zu dem Alter. Und seine Mutter, er hat also quasi auf seine Mutter gehört. Er hat auf seine Mutter gehört, inwiefern. Sie hat ihm quasi den Schiduch finden wollen, die Frau, die zu ihm passt. Okay. Sie hat natürlich eine Frau angehört, eine, die was verkuppelt, so ein, es gibt so ein Büro, Shiduchim. Und sie hat ihm eine Frau gefunden, ein Mädchen, die ein gutes Mädchen ist, von einer guten Familie, religiös, alles passt. Aber sie schaut nicht so aus, wie er es gerne haben möchte.
Das ist an all diejenigen, die so wählerisch sind und auf die falschen Orte, auf die falschen Zeichen achten. Er sagt, er hat sie zum ersten Mal gesehen, die haben sich getroffen und die Mutter hat sie nicht gesehen, die Mutter von ihm. Die haben sich getroffen, beim ersten Treffen war positiv, beim zweiten Treffen war positiv und beim dritten Treffen, wie es bei den Religiösen so üblich ist, dritten, vierten, maximal fünften Treffen, machen sie schon, beschließen sie, Wort heißt das auf Jiddisch, und machen schon langsam, bewegen das Richtung Hochzeit. Bis beim Wortschließung die Mutter die Braut gesehen hat. Und die Mutter kennt ihren Sohn, ihren Geschmack. Sie sagt ihm, Zadig, magst du sie wirklich? Wie würdest du gerne mit ihr? Ja, aber ich weiß, es ist nicht dein Geschmack. Er sagt, ja, aber wenn ich jetzt sie stornieren würde, würde sie vielleicht verletzlich werden, würde ich sie damit verletzen. Und wer weiß, wenn ich sie storniert hätte, vielleicht würde sie niemand nehmen dann. Und ich will nicht, dass sie gekränkt wird, deswegen wegen mir. Aber weißt du, was das heißt? Du wirst den Rest, für den Rest deines Lebens mit ihr leben. Sag ja, wenn es das ist, hauptsache ich verletze sie niemanden. Diese Denkweise. Das ist nicht richtig. Oh. Genau. Genau das habe ich auch gesagt. Das ist falsch. Warum macht er das? Soll er sein Leben genießen mit dir? Soll er Kaif machen mit dir? Nachon. Aber dann habe ich die Geschichte weitergelesen. Baruch Hashem, haben wir noch ein Blatt, ja? Und er sagt seiner Mutter, sie sagt ihm, warte, ich verstehe nicht, du willst eine Frau heiraten, die du nicht willst? So, wisst ihr, die Mütter haben immer diese extremen Aussagen. Nein, nicht, dass ich sie nicht will. Sie ist mein Geschmack. Aber ein Mensch, der auf seine Eigenschaften arbeitet, verliert nie von dem. Okay? Eine Mutter, das ist eine richtige Mutter, respektiert den Willen der Kinder. Sie haben geheiratet. Du wirst es nicht glauben. Die haben geheiratet. Und Beshatu war, nach 9 Monaten bekamen sie einen Sohn. Nach ein paar Jahren, leider Gottes, stirbt diese Frau. Seine Frau stirbt. So, er war wirklich in Trauer und ist schlecht gegangen deswegen. Aber weil er jung war, hat er wieder geheiratet. Er hat wieder geheiratet, eine Frau, die schon seinem Geschmack war, ja, aber das war ihm schon egal. Ja. Und komischerweise, sie leben 1, 2, 3, mehrere Jahre und sie kriegen keine Kinder. Und er ist jung, sie ist auch jung. Sie ging zum Arzt, zu einem Gynäkologen. Sie machen Proben, die machen das, Behandlungen, Kontrollen und so weiter. Der Arzt sagt ihm, Zadig, du, laut Berichten, was wir haben, die Diagnose, du kannst keine Kinder zeugen. Er sagt, aha. Was ist mit diesem Sohn, den ich auf die Welt gebracht habe? Dieser Sohn ist der Rav Weiss. Er hatte von der ersten Frau ein Kind, einen Sohn. Sie ist gestorben. Er hat dieses Kind mit der zweiten Frau großgezogen, weil er mit der zweiten Frau, er hat keine Kinder bekommen können. Und sie sind zum Arzt gegangen, warum? Die haben das behandeln lassen, also kontrollieren lassen. Warum? Weshalb? Wo ist das Problem? Er hatte ein Kind. Der Arzt sagt ihm, bei ihr ist alles in Ordnung, sie ist fruchtbar, sie sind unfruchtbar. Aber ich habe einen Sohn. Und er hat keine Kinder bekommen danach. Von der ersten Frau. Weil er sie nicht verletzt hat, Kadosh Baruch Hu ihm so eine Seele geschenkt, wie er weiß. Es gibt kein Bet Midrash, wo seine Bücher sich nicht befinden. Gibt sowas nicht. Kadosh Baruch Hu sagt, von Arbeiten an deinen Eigenschaften hat noch keiner verloren. Im Gegenteil, er hat immer verdient. Er hat immer Gutes gesehen. Und auf Arbeiten an deinen Eigenschaften siehst du immer Früchte. Du fühlst dich auch besser.
Wenn wir aufhören, über den zu sprechen, das zu urteilen, über auf seine Taschen zu schauen, warum hat er mehr Panasa wie ich, warum hat sie, warum ist sie schöner, warum hat sie einen schöneren Mann, warum hat sie ein Haus, warum hat sie ein Auto, warum hat sie das und ich nicht. Das bedeutet, auf deine Eigenschaften arbeiten. Seneca la vodala midot. Lo listakel al ma sheyesh lasheni. Lo listakel, au, yesh lo bayit, ani gam rotze bayit. Ze lo nachon, das ist falsch, so zu denken. Wenn ich mich die ganze Zeit darauf fokussiere, ich will jetzt arbeiten, mein Haus zu kaufen, Wohnung zu kaufen. Du arbeitest dein ganzes Leben, zahlst deinen Kredit, kannst nicht mehr aus, du bist mit 50 kaputt und schaust aus wie 70 und mit 60 gehst du in Pension, 67. Und dann, alles, was du eingenommen hast, alles, was du verdient hast, zahlst du die Hälfte deiner Pension für Medikamente. Wenn nicht mehr. Was hast du dann davon? Dafür hast du gearbeitet? Weil ich habe Wohnung gekauft. Hey, bravo. Und was dann? Der Mensch stirbt und in den meisten Fällen streiten die Kinder wegen dieser blöden Wohnung. Und reden nicht miteinander. Und dann gibt es Gerichtstermine. Ich kenne genug Fälle. Damit. Genug Fälle. Das Einzige, was wir machen können und müssen und sollen, das ist nur zu unserem Gunsten. Damit. Nehmen wir diese Eigenschaften, wo wir arbeiten müssen daran, wo wir schwach sind und arbeiten daran. Jeder kennt seine Schwächen. Ich bin kein Prophet. Daria Kadosh hat gesagt, weil er war der Letzte seiner Sorte, Rav, der sagen konnte, wenn er dir auf die Stirn gesehen hat, hat er gesagt, was du machen musst, welche Seele du bist und so weiter. Und er hat gesagt, bevor er gestorben ist, die Schüler sagten, Kodarav, sag uns, wenn du von uns gehst, wie werden wir wissen, wie wir auf unsere Eigenschaften arbeiten sollen. Er sagt, genau dort, wo du schwach bist, dort sollst du arbeiten. Jeder kennt seine Schwächen. Es gibt Menschen, die werden schnell wütend, die werden schnell wütend, die sind ungeduldig, die verurteilen sofort. Ah, die entscheiden, dass es wegen dem und dem ist. Woher weißt du das? Hast du die anderen? Ah, ich kenne schon eure. Alle diese Religiösen, diese Rabbiner, eine Mafia. Immer diese eine Aussage. Merkt ihr eins? Gesetz. Regel. Kola posel, bemumo posel. Wenn du jemanden ins falsche Licht stellst, wenn du sagst, er ist alle Diebe, du bist derjenige, die. Warum? Du siehst immer in den anderen die Nachteile von dir selbst. Das will Kadosh Baruch Hu nicht. Schau auf jeden mit gutem Auge. Steiß nicht umsonst. Tov ein Yevorach. Einer, der ein gutes Auge hat auf alle, er wird immer gesegnet sein. Es wird immer über ihm ein Segen, ein Licht sein. Eine spirituelle Beleuchtung von Kadosh Baruch Hu. Wir müssen verstehen, wir müssen immer mit Kadosh Baruch Hu in Verbindung sein, indem wir menschlich sind. Gütig sind. Wir dürfen nicht erwarten, dass Kadosh Baruch uns gibt, ohne dass wir dafür beten. Warum? Rabbi Nachman in Breslau sagt was ganz Besonderes. Er sagt, um Gottes Willen, Gott behüte, wir sollten immer für unsere Bedürfnisse beten. Wir sollten immer für unsere Bedürfnisse von Kadosh Baruch darum bitten. Warum ist das so wichtig? Merkt euch eins. Ein Tier bekommt immer, was er braucht, ohne dass er was dafür macht. Er sagt nicht, dass er was braucht. Aber der Mensch muss dafür beten. Er muss den lieben Gott darum bitten. Gott behüte, dass wir in der Ebene vom Tier landen, in dem er Kadosh Baruch uns automatisch gibt. Der Rabbi Nachman Breslau sagt, sei immer von dieser Sorte, der immer darum bittet. Weil so wirst du immer diese Connection haben, diese Zirkulation von dir mit Kadosh Baruch Hu. Du bittest mir, ich gebe dir. Nidai Boch, Oiva, Avoi, Gott behüte, dass du in der Ebene von einem Tier bist, das bekommt, ohne zu bitten, automatisch. So wie einem Tier, ja, ich muss Gasse gehen, er braucht sein Essen jetzt, sonst wird er muss sein Essen geben.
Seien wir nicht von dieser Sorte. Seien wir von der Sorte, wo wir Wärmebedürfnisse haben. Kadosh Baruch hat ihm ein offenes Ohr für uns. 24-7. Sag, red mit mir, bekommst es. Erazon, dass wir in uns hineinschauen, in unsere Seele hineinschauen und schauen und suchen, so wie bei Chametz. Jetzt stehen wir vor Pesach. Das ist nicht nur Chametz suchen und putzen. Wir müssen den Chametz vor allem, bevor wir zu Hause reinigen, sollen wir den Chametz in unsere Seele finden und sie reinigen. Dankeschön.